Schönes Wetter draußen, die Grillsaison hat begonnen und wir als Manufaktur, die vor allem für Schneidebretter bekannt sind, wir haben uns jetzt mal Gedanken gemacht, was ist denn das perfekte Grillbrett und welches es ist und wie wir es herstellen, das zeige ich dir in diesem Video. Hi, ich bin Marco von Holzliebling und ja, wir haben uns viele Gedanken gemacht. Weil wir haben jeden Tag mit Schneidebrettern zu tun, in verschiedensten Größen, verschiedensten Macharten, verschiedensten Holzarten. Und jetzt, wo gerade die Grillsaison mittendrin ist, da haben wir uns einfach überlegt, ja, was ist denn jetzt das perfekte Brett für den Grill? Und ja, die ersten Gedanken waren, ja, es muss richtig groß sein, es muss richtig massiv sein. Und da sind wir schnell davon weggekommen, weil das ist überhaupt nicht handlich. Also wir haben jetzt hier mal ein richtig großes Ding, irgendwie 60 cm mal 40 cm und 5 cm schwer, das ist fast 10 Kilo. Und wenn du dein Grillgut von A nach B trägst oder von der Küche irgendwie zu deinem Grill, ja, dann muss es auch irgendwie handlich sein, das muss flexibel sein. Und das ist ein Brett für den stationären Betrieb. Wenn du irgendwo einen coolen Platz in der Küche hast und du möchtest das liegen lassen, dann ist es wirklich perfekt, aber nicht zum Hin- und Hertragen. Und deswegen haben wir die allererste Entscheidung getroffen gehabt, ja, unser Maß muss 40 mal 30 sein, also 40 cm mal 30. Und das hat auf jeden Fall immer noch genug Platz, dass ich wirklich auch Steaks drauf zuschneiden kann oder mal ein Hähnchen oder sowas. Also du hast trotzdem ordentlich Platz. Aber es ist trotzdem super flexibel und super leicht. Wir haben es hier ungefähr ja, 1,8 bis 2 Kilo. Und selbst wenn du da einen dicken Braten drauf hast, irgendwie kann es jeder immer noch tragen. Als nächstes haben wir uns gedacht, ja, braucht es denn irgendwelche Features? Wir haben ja bei ganz vielen Schneidebrettern die Möglichkeit Füße, Griffmulden, Saftrille. Und viele der Features haben wir uns gedacht, brauchen wir bei einem Grillbrett jetzt nicht. Aber eine ist ganz, ganz wichtig und das ist die Saftrille. Denn wenn ich jetzt gerade irgendwie triefende Steaks oder irgendwie ja, ein schönes Entrecot, wenn ich da reinschneide, dann läuft ja der Fleischsaft raus. Oder auch wenn ich Tomaten schneide, dann möchte ich nicht, dass der Fleischsaft darüber hinaus irgendwie läuft. Und deswegen brauchen wir auf jeden Fall eine Saftrille. Wie wir die fräsen, das zeige ich dir dann auch gleich. Das ist absolute Handarbeit. Und wir haben eine schöne 3 mm tiefe Saftrille, wo sämtliches ja, an Flüssigkeiten da irgendwie reinlaufen. Und warum ist kein Stirnholz? Also wir haben ganz, ganz viel Stirnholzschneidebretter und viele unserer Kunden schätzen uns deswegen auch. Aber für mich muss das Grillbrett super flexibel sein, super einfach in der Handhabe. Und bei Stirnholzbrettern ist es eben nicht so einfach. Das heißt, du darfst nicht irgendwo lange draußen liegen lassen, vielleicht nicht auch einen halben Tag in der Sonne. Und auch wenn Feuchtigkeit drauf ist, sollte es ziemlich schnell weg. Also Stirnholz hat ja seine Abers. Wir haben dazu auch einige Videos gemacht. Und deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden und haben gesagt, ein klassisches Schneidebrett, was du vielleicht auch mal draußen liegen lassen kannst, wo vielleicht auch mal Tomatensaft oder Fleischsaft drauf liegen bleiben darf, das muss aus klassischem Längsholz hergestellt sein und eben nicht aus Stirnholz. Und deswegen haben wir uns für Längsholz entschieden. Und welche Holzart? Das war natürlich auch nochmal ein zentrales Thema, weil viele wollen es vielleicht dunkel, viele wollen es eher hell. Und wir sind jetzt mit dem Mittelweg, mit der Eiche, eigentlich echt zufrieden, weil die Eiche ist super hart, super robust und ein ganz, ganz großer Vorteil ist die natürliche Gerbsäure. Und die natürliche Gerbsäure sorgt dafür, dass das Ganze antibakteriell ist. Also auch wenn du im Prinzip deine rohen Steaks drauf schneidest, mit der Zeit wirkt die Gerbsäure und tötet sämtliche Bakterien ab. Das, wo zum Beispiel ein Plastikschneidebrett irgendwie der riesen Nachteil, dass einfach dort sich die Bakterien exponentiell irgendwie vermehren, hast du bei einem Schneidebrett aus Eiche eben nicht. Und deswegen ist es sozusagen jetzt hier dieses 40 x 30, 2,5 cm stark, aus Eiche mit Saftrille. Und ganz wichtig, natürlich, damit es ein gescheites Grillbrett ist, braucht es irgendwie ein cooles Badget. Und hier ist ein cooles Grillbadget. Und ja, damit macht es sich sozusagen perfekt für den Grill. Übrigens, das Brett ist auch ein perfektes Geschenk für jeden Grillfan. Wir haben nämlich hier drei verschiedene Motive bei uns im Shop. Unter anderem eines, wo du personalisieren kannst. Also du kannst den Namen des absoluten Grillfans damit drauf gravieren. Und damit bist du in Sachen Geschenke top ausgestattet. Und ja, wie wir das Ganze jetzt herzeigen oder herstellen, das zeige ich dir jetzt in den folgenden Minuten. Und wie so häufig fängt das Ganze wieder beim Holz raussuchen an. Deswegen, wir haben hier ein riesengroßes Restelager an verschiedensten Abschnitten. In erster Linie vieles aus unseren Wandregalen, wo wir viele Sachen abschneiden müssen. Und da finden wir auch das passende Holz für unser Grillbrett. Und unser Grillbrett soll 2,5 cm dick werden oder stark werden. Und deswegen brauchen wir
Eine Bowle, die auf jeden Fall mehr ist. Jetzt haben wir hier 3,1 und das ist eigentlich ein ganz gutes Stück hier. Da können wir den Kern hier wunderbar verwenden. Das hat aber nur 20. Wir brauchen es aber in 30 cm Breite, deswegen brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ja. Da haben wir noch eins, glaube ich, das ist gut. Natürlich schauen wir nochmal, dass wir irgendwo Risse oder sowas drin haben, dass wir die rausarbeiten können. Das sieht bei dem ganz gut aus. Ich glaube, mit den zwei kommen wir ganz schön weit. Deswegen nehmen wir die und gehen einmal direkt zur Säge. So, einmal fertig. Unser Schneidebrett besteht aus drei Holzlamellen, die wir jetzt einmal abrichten müssen oder komplett aushobeln, dass wir sie dann einmal so verleimen können. Deswegen von der Säge direkt in die, auf die Hobelmaschine. So, wir haben unsere drei Streifen, einer liegt schon da unten, haben wir einmal abgerichtet und jetzt, tun wir alles nochmal auf dicke hobeln, damit wir gleich dicke Streifen haben. Sehen gut aus. So, jetzt haben wir drei gleich dicke, aber wir haben noch keine schöne Leimfuge oder keine schöne Stelle zum Verleimen. Man sieht es hier auch überall sind noch Risse. Deswegen einmal nochmal umbauen und dann einmal fügen. So, jetzt haben wir alles ausgehobelt, wir haben die Kanten nochmal gefügt und jetzt sind wir am Verleimen. Genau, dazu brauchen wir Zwingen, wir brauchen unseren Holzleim, wir brauchen unsere Niederhalter und genau, mehr brauchen wir nicht. So, was man natürlich schon aufpassen sollte, ist, wenn wir jetzt gerade so ein Brett aus drei Streifen haben und wir haben 10 cm Streifen, also nicht so kleine, sondern echt große, dass wir mal gucken, wie der Baum gewachsen ist, dass wir da ein bisschen einen Ausgleich hinbekommen. Da haben wir die Jahresringe nach unten, da haben wir die Jahresringe nach oben, das passt ganz gut. Hier haben wir sie auch nach unten, das machen wir anders. Außerdem sollte man immer Splint auf Splint und Kern auf Kern. Da ist der Kern, da ist der Splint, da ist der Splint, da ist der Kern, da ist der Splint, da ist der Kern, das passt perfekt, so ist super.
Ja, also hat man einmal die Jahresringe, die so rumgehen und damit gleicht sich das Brett aus und es verbiegt sich nicht. Genau, cool. Gut, wir verwenden für unsere Schneidebretter einen D3 Weißleim. Das ist ein Standardleim, der ist aber unempfindlich gegen Feuchtigkeit. Außer es ist Staunässe, dann ist auch der natürlich empfindlich. Aber anders wie ein D1 oder ein D2 Leim kann man da das Schneidebrett abwaschen. Ja, man sollte es nur nicht in die Spülmaschine tun, ansonsten hält der Leim das bombenfest. Genau. So, dass die uns die Holzstreifen nicht abhauen und auf einer Höhe bleiben, haben wir diese Niederhalter und drücken das nach unten. Auch dafür dann da, dass das Brett einfach nicht kippelt oder so, sondern dass es wirklich schön plan aufliegt. Abbindezeit ist ungefähr eine Dreiviertelstunde, Stunde. So lange sollte man nichts machen und wirklich den Leim abbinden lassen. Und danach können wir das Ganze wieder weiter bearbeiten. Klar, was passiert, wenn es zu früh irgendwie löst? Das Brett fliegt halt auseinander. Genau, hier sieht man auch schon, ob man gut gearbeitet hat. Wenn der Leim richtig schön rausgepresst wird, dann hat man alles richtig gemacht. Wenn da jetzt irgendwelche Spalte wären, die kriegst du halt dann im Nachgang auch nicht mehr raus. Ja, also der Spalt bleibt. Also gerade hier so, wenn es richtig schön rausdrückt, so ist es perfekt. Ja, das ist echt das Optimum. So, dann können nämlich die Niederhalter auch weg. Der Druck reicht dann nämlich schon. Letzte. Jo, perfekt. Halbe, dreiviertel Stunde warten und danach geht's weiter. So, unser Leim ist abgebunden. Merkt man auch, wenn man hier einmal rumdrückt. Immer wenn es ein bisschen härter als Kaugummi ist, dann ist es perfekt, dann kann man auch das Ganze lösen. Und das machen wir jetzt. Und wenn wir die Zwingen unten haben, kratzen wir den überstehenden Leim einmal weg und hobeln die Fläche nochmal aus, damit wir minimale Überstände, die wir trotzdem haben, die könnte man natürlich auch wegschleifen, aber wir haben eine Hobelmaschine da und die hilft uns einfach. Hobeln wir alle weg, Überstände einmal weg. Damit wir uns den Hobeltisch aber nicht versauen, kratzen wir das eben weg hier. Dicken Hobel ist eh schon da. Gucken wir mal, jetzt haben wir 2,8 cm wahrscheinlich. Ich schätze mal auf 2,6 oder so, wir haben am Ende des Tages kommen. Deswegen stellen wir jetzt einmal auf 2,7. So, unser Schneidebrett ist jetzt fertig ausgehobelt. Jetzt gehen wir nochmal in die Säge und schneiden hier nochmal schön gerade ab, weil wir haben hier noch ganz, ganz kleine Überstände. Deswegen einmal rüber zur Säge.
Jo. So, jetzt fassen wir das Ganze einmal und danach wässern wir das Brett. Und warum wir das wässern, das sage ich euch nach dem Phasen. So, wir machen jetzt eine 45-Grad-Phase ans Brett. Dann sieht das Ganze ein bisschen edler aus, fühlt sich auch schöner an. Ja, das machen wir einmal ringsrum. Neuer Akku. Gut, fertig gefasst. Jetzt werden wir das Ganze wässern. Und ich hatte euch schon gesagt, ich erkläre euch warum. Denn gerade die Eichenoberfläche, die ist super ja, faserig. Wenn ich jetzt mit der Lupe reingehen würde, dann würde ich die ganzen kleinen Fasern sehen, die aber jetzt runtergedrückt sind. Und die müssen sich einmal aufstellen. Das würde nämlich dann passieren, wenn ihr mit dem Lappen einmal drüber geht. Die Holzfasern quellen auf, stellen sich zu Berge und dann fühlt sich das Brett rau an. Und damit das bei euch nicht passiert oder nicht so stark passiert, wässern wir einmal diese Oberfläche. Nach dem Wässern wird man merken, dass es richtig aufraut und dann schleifen wir es nochmal ab, dass es eine richtig schöne Fläche ergibt. Das kann auch sein, dass es mal mit der Zeit immer wieder passiert, dass es rau wird. Wir haben dazu auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch am besten hier. Da machen wir mal ein benutztes Schneidebrett, machen wieder schön. Und ja. Dass euch, wie gesagt, das am Anfang nicht passiert, machen wir das einmal, dass wir jetzt mit dem Lappen drüber gehen. Ich gucke mal, ob wir Wasser haben. Muss es wahrscheinlich holen. Ja, wobei, wir haben hier gleich was. Ja. Da gehen wir eigentlich nur ganz normal mit dem Lappen drüber und ja, lassen es dann einmal komplett austrocknen und danach kann man es erst fein schleifen. Bis gleich. So, unser Brett ist jetzt trocken und ihr könnt es zwar nicht sehen, aber ihr dürft mir glauben, es ist durchweg rau. Die komplette Oberfläche ist rau und genau das wollten wir auch haben, weil jetzt können wir es dann richtig schön schleifen. Aber davor fräsen wir jetzt mit der Oberfräse die Saftrille rein. Hatte ich euch ja im Intro erzählt, zu einem guten Grillbrett gehört einfach eine Saftrille dazu. Und deswegen, wir haben von der Firma Festool hier ein paar Sachen. Einmal unsere Oberfräse, damit werden wir die Saftrille fräsen. Und wir haben unseren Vakuumtisch. Da können wir unser Brett festziehen. Und wir können es auch drehen. Und ihr werdet es gleich sehen. Genau das brauche ich jetzt gleich. Wir werden ohne Absaugung fräsen. Ich sage euch auch warum. Ich muss sehen, wo der Fräser langläuft. Also ich muss ganz in die Ecken, damit die Ecke richtig schön ist. Und wenn ich da jetzt eine Absaugung drauf hätte, dann sehe ich einfach nicht, wo der Fräser ist. Also normalerweise überall absaugen, wo es nur geht. Auch bei der Fräse normalerweise absaugen, wenn wir irgendwo was ausfräsen. Bei der Saftrille schaffe ich es einfach nicht, weil ich muss ganz genau gucken, wie weit ich in die Ecke komme. Zum Schleifen nehmen wir einen Exzenter.
Der Xcenta gibt uns das schönste Schleifbild und vor allem die schönste Oberfläche. Wir haben jetzt ein 180er Schleifpapier. 180er Schleifpapier geht dann, wenn man mit dem Xcenta arbeitet. Wenn man mit irgendeinem anderen Schleifgerät arbeitet, nimmt lieber eine andere, eine feinere Körnung. Also mit einem Bandschleifer, Delta-Schleifer, dann sollte er eher auf 240 gehen. Aber mit einem Xcenta ist 180 perfekt. Genau, das brauchen wir. Und wir brauchen noch was für die Saftrille. Dann nehmen wir irgendwie ein Handschleifpapier. Denn die müssen wir noch einmal schön schleifen. Das ist hier einfach super scharf, gerade auch in den Ecken. Deswegen gehen wir einmal mit der Hand drüber. Jo. So. Der Rest passt. Wir machen die Oberfläche sowie die Phase, die machen wir mit dem Xcenta, aber wir gehen dann trotzdem nochmal an die Kanten schleifen, um diese Kanten hier schön zu schleifen. Das kann man auch mit dem Xcenta machen, aber ja, ist deutlich, ja, ist nicht so cool, also ist einfach nicht so perfekt und ja, mit der Kantenschleifmaschine haben wir wirklich eine perfekte Kante. Deswegen, wir hüpfen noch einmal ganz kurz rüber, machen aber jetzt halt erstmal die Flächen und die Phase. Jo, fertig. Wir gehen jetzt zum Gravierer, denn ja, so ein Grillbrett braucht noch eine Gravur. So, unser MacBook ist am Laser angeschlossen und das bedeutet, wir lasern jetzt unser Logo auf das Grillbrett. Das Ergebnis seht ihr gleich, der tut jetzt nochmal 5 bis 10 Minuten und danach sehen wir, was da rauskommt. Da ist es. Unser Grillbrett hat jetzt eine Gravur. Und es fehlt jetzt nur noch das Ölen. Und das machen wir jetzt live. Ja, ich finde das Grillbrett ziemlich, ziemlich cool. Warum wir uns jetzt für die Größe entschieden haben und warum wir es mit Saftrille, das habe ich euch alles im Intro erklärt. Das ist das Ergebnis. Und ja, geölt sieht das Ganze noch irgendwie noch viel, viel cooler aus. Und da macht es richtig was her. Gerade mit dem Logo. Ja, sieht schon sehr, sehr cool aus. Wenn ihr jetzt oder auch du so ein Grillbrett haben möchtest, also entweder für dich selber oder du möchtest es verschenken, weil du jemanden kennst, der irgendwie leidenschaftlicher Griller ist, ja, dann guck doch mal bei uns im Shop. Das ist unser neues Grillbrett. Da haben wir auch drei verschiedene Motive und ja, kannst du ein passendes Motiv aussuchen. Und ja, das werden wir vielleicht sogar verlosen, deswegen, das höchstwahrscheinlich auf Instagram, deswegen folg uns doch irgendwie auf Instagram, wenn du einen Account hast, dann verlosen wir dieses Brett hier. Und wenn dir das Video jetzt gefallen hat, dann abonnier doch den Kanal, denn ja, jede Woche kommt neues Material, neue Blicke hinter die Kulissen und dann bleibst du einfach immer auf dem Laufenden. Ja, ansonsten bis zum nächsten Mal, die Grillsaison kann jetzt starten und ja, bis bald.